Danke dir, Eva. Liebe Genossinnen und Genossen, ich will noch zwei kurze Anmerkungen zu dem Thema Flüchtlingspolitik machen. Und es ist vielleicht verblüffend, wenn es ein Finanzsenator sagt. Zukunftsorientierte Flüchtlingspolitik erfordert beides. Sie erfordert ein Unterbringungspaket, das uns schon finanziell wirklich fordert. Sie erfordert aber auch ein Integrationspaket. Wir sind als Land Berlin nun sicherlich nicht das reichste Bundesland, sondern wir sind ein armes Bundesland. Aber ohne Integrationspaket geht es nicht. Und weil wir arm sind, ist es dann vielleicht auch nur ein Basisintegrationspaket. Aber das enthält die wichtigsten Dinge, nämlich Sprachkurse, Integrationslotsen auch in den Arbeitsmarkt, Willkommensunterricht in den Schulen, Versorgung unbegleiteter Minderjähriger, das ist eine besonders verwundbare Gruppe in dem Flüchtlingstreck, Gesundheitsuntersuchungen und Kindertagesstätten. Für dieses Integrationspaket bringen wir 20% der gesamten Kosten, die wir im Flüchtlingsbereich einsetzen, auf. Und das heißt, wir wollen Integration, aber wir fordern auch die Integration von den Flüchtlingen, die im Übrigen, da bin ich mir ja ganz sicher, gerade vor den Leuten, die den Islamischen Staat da einrichten wollen, ja wegrennen. Das heißt also, die wollen auch integrieren, aber wir fordern sie auch. Und eine Gesellschaft der Integration ist stabiler und hat auch mehr Zusammenhalt. Was vergisst in diesem Zusammenhang ein gewisser Herr Seehofer? Es war der CSU-Entwicklungsminister und es war der CDU-Finanzminister auf der Bundesebene, die die Finanzierung der Flüchtlingscamps in der Türkei, im Libanon und in Jordanien stark zurückgeführt haben in den letzten Jahren. Ich meine, das sollten die selbsternannten Lawinenexperten endlich der deutschen Öffentlichkeit auch mal sagen. Ich meine auch, dass unsere Bundestagsabgeordneten zu dieser Diskussion beitragen können. Ich hoffe, dass die Fehler dieser unvorsichtigen Skifahrer nun endlich mal korrigiert werden. Vor diesem Hintergrund gibt es ja deswegen diese große Initiative von Andreas Geisel und mir für modularen Bau, auch für Flüchtlinge in großer Stückzahl, weil wir ahnen oder wissen, dass die Flüchtlinge auch noch in 2016 kommen und dass die, die da sind, noch nicht alle weg oder weitergezogen sind. Und wenn wir große Zahlen brauchen, mit 24.000 wollen wir bauen, dann wollen wir auch die großen Zahlen um die Turnhallen, die zum Beispiel die Belastung in den Bezirken darstellen, ja auch endlich mal wieder freiziehen zu können. Und an dem Punkt scheint es jetzt voranzugehen. Nach langen Verhandlungen am Donnerstag mit der CDU-Fraktion sieht es so aus, dass dieses große Investitionsprogramm nun kommen kann, dezentral an 60 oder mehr Orten in der Stadt. Damit bin ich schon bei dem Thema Rekommunalisierung, was ja ein Stück weit auch mein Thema ist, auch das Thema des Finanzressorts. Ein sichtbares Thema kommunaler wirtschaftlicher Aktivität ist eben natürlich der Wohnungsbau. Der Wohnungsbau für die Flüchtlinge, aber auch der soziale Wohnungsbau. Und ich habe dafür gekämpft und ich glaube, das hat man auch gemerkt, dass alle Programme, die wir vorsehen für die Stadt, 3.000 mehr Wohnungen im sozialen Wohnungsbau, plus 500 für Studierende, plus 500 im experimentellen Wohnungsbau, dass all diese Programme bleiben und das Flüchtlingsprogramm dazukommt. Das heißt also, und das war auch die sozialdemokratische Linie im Senat, das war auch die Diskussion mit der sozialdemokratischen Fraktion, dass es eben so ist, dass die Programme, die wir für die Stadt zur Verfügung stellen, dass die nicht gekürzt werden, dass die Programme bleiben und dass eben wir investieren in die wachsende Stadt und dass wir das Thema Flüchtlinge nicht als ein Thema stellen, wo wir etwas gegeneinander ausspielen, sondern wo wir versuchen, etwas zusammenzumachen und etwas sinnvoll nebeneinander zu stellen. Deswegen habe ich, und das hat ja auch zu der einen oder anderen Nachfrage geführt, habe ich den Haushalt so vorsichtig aufgestellt. Deswegen konnten wir diese Linie halten. Übrigens nicht alle Bundesländer konnten das. Nämlich als die Flüchtlingszahlen anstiegen, war es uns möglich, mit dem zusätzlichen Geld, das wir von der Bundesebene bekommen, in den nächsten Jahren bekommen, dabei eben zu bleiben. Und ich bin auch stolz darauf, dass wir diese Linie durchhalten. Das heißt, dass wir das nicht gegen die Programme in der Stadt stellen, sondern neben die Programme in der Stadt. Wenn wir das 10- bis 12-jährige Ziel, 100.000 mehr Wohnungen, das steht ja auch hier an der Wand im städtischen Besitz, also von 300 auf 400.000, haben wir eben damit auch für kommunale Unternehmen, und das ist ja ein Stück unserer Rekommunalisierungsstrategie, auch eine expansive, mittelfristige Strategie. Solche Strategien sind gut und geben Orientierung.
Was ist in den 11 Monaten meiner bisherigen Amtszeit dann ansonsten erreicht worden? Die Rekommunalisierung der Berliner Wasserbetriebe ist abgeschlossen worden. Die Unternehmensstruktur ist deutlich vereinfacht. Wozu führt das? Die Preise bei Wasser werden stabil bleiben bis 2020. Es wird keine Erhöhungen geben. Und gleichzeitig werden die Investitionen um 50 bis 70 Millionen Euro pro Jahr gesteigert in einem 10-jährig ausgelegten Investitionsprogramm. Das Unternehmen investiert damit in Wassergewinnung und in den Erhalt des Wassernetzes. Im Gegenzug zu diesem auch durch die öffentliche Hand garantierten öffentlichen Entwicklungsprogramm verpflichtet sich das Unternehmen, die Leistungsfähigkeit zu steigern, mit anderen Wasserversorgern mitzuhalten und schrittweise vom Mittelfeld in eine Position im oberen Viertel vorzukommen. Ich habe im Übrigen mit persönlichem Einsatz dafür gesorgt, dass das Stadtwerk, das ja eine Tochter, wenn auch etwas systemwidrig, eine Tochter der Berliner Wasserbetriebe ist, endlich seine ersten Projekte starten konnte. Und es wird auch weitere Projekte geben. So viel zu dem Thema Wasser. Dann kommt das Thema Stadtreinigung. Die Berliner Stadtreinigung bleibt eine Anstalt öffentlichen Rechts. Der vom Senat vor wenigen Wochen beschlossene Unternehmensvertrag gibt eine Perspektive für 15 Jahre und definiert, dass neue Aufgaben mit der Stadtsauberkeit in Parks und touristischen Brennpunkten für die Stadtreinigung dazukommen. Die Tarife steigen bis 2020 um nicht mehr als 1,9% pro Jahr. Das Unternehmen verpflichtet sich im Gegenzug, in der Spitzengruppe anderer Reinigungsbetriebe und Müllbeseitigungsbetriebe in Deutschland zu bleiben, wo die BSR bereits ist, und dort womöglich vielleicht noch besser zu werden. Ich verrate ein großes Geheimnis. Das ist nicht selbstverständlich, sowas in einer Koalition mit der CDU hinzubekommen. Und wir haben das nach vielen Gesprächen und nach vielen Verhandlungen hinbekommen. Das ist auch gut so. Und es wurde im Aufsichtsrat auch von der Arbeitnehmerbank mitgetragen. Die Berliner Verkehrsbetriebe werden nach einem Vorschlag von mir schrittweise entschuldet und es wird ein 15-jähriges Programm zur Beschaffung rollenden Materials auf der Schiene gestartet. Ein Beschaffungsprogramm ist über immerhin 2,5 bis 3 Milliarden. Die ÖPNV-Tarife steigen um nicht mehr als 1,8% pro Jahr bis 2020. Das Unternehmen verpflichtet sich im Gegenzug, den Kostendeckungsgrad langfristig von 57% auf 62% zu steigern. Über diesen vom Aufsichtsrat nach ausführlicher Beratung mit den Stimmen der Arbeitnehmerbank beschlossenen Weg wird das Abgeordnetenhaus in den nächsten Wochen beraten. Die großen Unternehmen, wenn das alles so klappt, haben also Ende des Jahres eine 10- bis 15-jährige mittelfristige Strategie. Das ist gut und gibt Orientierung. Und ich weiß ja, es gibt auch noch anderes heute zu diskutieren. Ich will nur mal in aller Bescheidenheit sagen, nicht viele Städte in Deutschland haben das. Damit kommen wir jetzt noch zu dem Thema Energie. Und wir haben mit viel Druck in dieser Woche erreicht, dass der Senat eine Mehrheit bei Gas- und Stromnetz anstrebt. Eine Mehrheit. Bei Gas direkt mit 51%, bei Strom gestuft mit sofort 50%, dann aber mit einer verbindlichen Option als weiterer Phase, die eine deutliche Mehrheit bringt. Und wenn es nach mir geht und wenn es möglich ist in den Verhandlungen, auch eine Mehrheit von 100%. Immer dann, wenn wir die Mehrheit haben, wird es aber so sein, bei welchem Prozentsatz auch immer, wird die unternehmerische Führerschaft für die Unternehmen oder die Unternehmensteile, weil das ja Teile größerer Konglomerate sein können, verbunden sein. Es wird eine Energiewendeplattform geben mit einem deutlich mehrheitlichen Einfluss des Landes für die Energieprojekte mit Genossenschaften, mit Wohnungsbaugesellschaften, mit allen, die guten Willens sind, zur Energiewende beizutragen. Das können Private sein, das können auch 1.000 Wärmespeicher von Vattenfall sein, das können auch 10.000 Solardächer von E.ON sein, das können auch 1.000 Blockkraftwerke privater Wohnungsbesitzer sein. Und um Missverständnisse auszuräumen, es war die CDU, die wollte, dass die Energiewendeplattform so geführt wird, dass das Land dort keine Mehrheit hat. Das wird aber nicht kommen, sondern es wird dort eine Mehrheit des Landes geben. Und um ein weiteres Missverständnis auszuräumen, die Energiewendeplattform soll ein Unternehmen sein, aber auch ein Forum zur Zusammenarbeit. Und es war mein Haus, es war in dem Fall Staatssekretärin Sudhoff, die auch da ist, die in den Gesprächen dafür gesorgt hat, dass eben nicht das Stadtwerk auf die Energiewendeplattform verschmolzen wird, sondern wenn es sinnvoll erscheinen kann, kann es bei der jetzigen Konstruktion bleiben. Sie wird aber aus dem Wasserbereich, das Stadtwerk wird dann aus dem Wasserbereich in den Energiebereich geführt werden. Ich habe die SPD-Fraktion so verstanden, dass es wichtig ist,
dass es wichtig ist, dass es bei dieser Konstruktion, der 100%igen öffentlichen Eignerschaft an dem Stadtwerk bleibt, dann werden wir das auch so machen. Ich werbe aber dafür, dass wir jetzt die nächsten Schritte gehen, weil sie zur Mehrheit führen. Und wenn dann einige sagen, uns hat ja insbesondere von den Oppositionsparteien im Abgeordnetenhaus die Debatte gehen, wartet doch auf die Zeit nach der Wahl. Es wird nach der Wahl nicht automatisch alles besser. Denn dazu habe ich Fragen, und die können wir ja vielleicht auch heute im Laufe des Tages noch diskutieren. Wie entwickelt sich der Rechtsrahmen? Der Rechtsrahmen wird im Wesentlichen vom Energiewirtschaftsgesetz gemacht. Es könnte sein, dass in wenigen Wochen eine Novelle zum Energiewirtschaftsgesetz kommt, die das Konzessionsvergabeverfahren für die, die jetzt drin sind, also für bestehende Betreiber, deutlich verbessert. Und wir müssen wissen, dass die kommunale Gemeinschaft dort gespalten ist. Ein Teil der Kommunen ist für dieses System, weil es vielleicht ihnen hilft, einen kommunalen Betrieb, der da ist, beizubehalten. Aber es stützt nicht die Rekommunalisierung, die wir vorhaben. Und das zweite Thema der Rahmensetzung ist, wie geht es weiter mit den internationalen Verträgen? Ich bin extra zu einer Anhörung im Deutschen Bundestag gefahren, habe dort gesagt, das eine Thema, was da diskutiert wird bei TTIP und Anverwandten, geht ja in die Richtung, dass vielleicht eine Privatisierungspflicht vermieden werden kann. Und das ist bestimmt auch ein wichtiger Schritt. Aber es gibt auch das Thema der Rekommunalisierung. Das heißt, wenn internationale Verträge Rekommunalisierung erschweren oder gar unmöglich machen, ist das für uns ein Problem. Und man muss eben sehen, dass nicht durch Abwarten in dieser Situation alles besser wird. Deswegen werbe ich dafür, die Mehrheit zu holen. Damit ist die Entwicklung in der Zukunft offen für die richtige Richtung. Und ich danke für die Aufmerksamkeit.